Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Metal Gear Rising. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben in der Abwasserkanalisation, sind da zuletzt als Mexikaner hingegangen und sollten uns hier eigentlich durch diese Sache hier schneiden können, aber es geht einfach nicht. Schade, schade. Ich fände es cooler, wenn man ein paar mehr Sachen durchschneiden könnte oder es taktisch ein bisschen mehr nutzen könnte. Dann wäre es ein bisschen interessanter, das Spiel. Oder es wäre halt interessanter, diese Mechanik einzubinden, weil so hat sie halt nur diese Kampfmechanik. Das finde ich zwar super, super cool, aber ich fände es halt besser, wenn man zum Beispiel über sich ein Objekt cutten könnte, was halt auf den Gegner drauf fällt, oder irgendwie ein Objekt cuttet, damit man vor sich halt eine Schütze hat gegen Schüsse oder sowas in der Art. Das wäre halt super interessant. Und direkt wieder neue Gegner. Was halt nicht nerviger werden kann. So, wir rennen erstmal. Autsch. Ah, weg von mir. Damn it. So, geblockt. Hahaha, das läuft ja super nice mit dem Blockmechanismus. Nein, 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 nein. Puh. So, super. Nein, 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 nein. Okay, alles gut, Leute. Wir schaffen's. Und jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. Hä? Ich wollte gerade schon sagen. Nein! Jetzt habe ich zerschnitten. Dammit, jetzt habe ich es nicht bekommen. Oh Mann, ey. Ah, ich habe total meinen Einsatz verpasst. Ich wollte den schon vorher Hand abschneiden, aber egal. Nicht schlimm. Wir haben jetzt halt nicht unsere Bonusleiste. Okay. So. Hier unten haben wir halt allerlei Gegner und wir möchten eigentlich niemanden davon konfrontieren. Also es wurde mir halt auch gesagt, dass ich mich versteckt halten soll, wenn es möglich ist. Ah! Oh oh, oh oh. Yo, wahrscheinlich. Ich komme hier einfach nicht hoch. Nein! Ich komme hier einfach nicht hoch. Dankeschön. Ja, gut. Jetzt ist natürlich Geschichte. Ja. Sehr gut. Dann bekämpfe ich die halt. So. Es läuft halt super schnell, sich den aus deren Klingeln wieder rauszugehen, aber ich krieg halt immer noch Schaden. Ja, super. Der eine hat mich gesaved, sag ich mal. Ha! Ja, egal. Das war's mit deinen Armen. Haha! Und jetzt? So. Es ist ja noch einer da. Ach so, nee, das ist noch der alte. So, ich wollte gerade schon sagen, hier muss ich wenigstens einmal volle Energie wieder nachholen. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Das ist halt ein bisschen dumm mit der Kamera gelöst. Ah, ich muss noch irgendeinen Weg finden, wie man solche Heavy Attacks blocken kann. So. Und ich glaube, ich muss das Timing ein bisschen später machen, damit ich die Combo noch ein bisschen mehr rauskriege. So, jetzt haben wir sogar die Fähigkeit eingesetzt, ihn zu besiegen. Bam! Sehr schön. Sehr schön zerschnitten, meiner Meinung nach. Oh, ich weiß gar nicht, ob die Aufnahme läuft. Moment. Das wäre schrecklich, wenn nicht. Sorry, ich muss ganz kurz raustaben und die Zeit ein bisschen tiefer setzen. So, ich hoffe natürlich, es hat nicht großartig gestört. Wo sind wir denn? Ja, jetzt kommen wir aber durch. Okay. Wir können hier jetzt weiter, um Missionsziel zu vollenden. Aber ich schaue mich gerne nochmal um. Und nochmal gucken, ob wir nicht die kleinsten Dinge hier verpasst haben. Nee. Eigentlich nicht. Ich wollte halt zuerst oben lang. Das wäre sehr, sehr viel schöner gekommen. Aber ich habe ein bisschen gefailt. Hops.
Ja, dann werden wir auf jeden Fall zu den Jungen gehen. Davor haben wir aber noch so kleine Viecher. Mal wieder. Und da vorne nochmal was. Haha. Ja, wie klein die einfach sind. Oh Mann. So. Hier nochmal vorsichtig. Bam. Sollte es eigentlich gewesen sein, genau. Wo die überall sind, vor allem wie viele. Es sind ja auch nicht mal starke Gegner, sondern einfach nur so kleine Kolonnen. Könnt ihr mir nicht was Stärkeres auf mich schicken? Oben haben wir halt wieder welche. So. Ach, kommt runter. Ich sehe euch. Oh lol, der ist sogar auf mich draufgegangen. So. Jetzt können wir die Kiste nochmal öffnen. Okay, und wir haben tatsächlich keinen Schaden hier bekommen. Krass. Das ist interessant. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, dadurch, dass sie mich gegrabt hat, habe ich einen Schaden bekommen. Habe ich aber nicht. Sehr, sehr schön. So, hier einmal durch. Ach, komm schon. Komm schon. Das ist halt das Einzige, was man bis jetzt eingebunden hat. Was halt relativ wenig ist, meiner Meinung nach. Und halt ein bisschen slicen während des Kampfes. Es ist ja nicht schlecht, versteht mich da auf keinen Fall falsch. Mir gefällt ja die ganze Mechanik. Oder die Idee dahinter. Es ist halt wieder was Originelles, dass man Spieler ein bisschen mehr Freiheiten lässt, dass er selber cutten darf, wie er möchte. Wow. Ja, geh lieber, bevor du hier noch mit drauf gehst. So, ich weiß jetzt nicht, was das für ein... Okay, ich weiß, was das für ein Feld war. Yes! Geblockt habe ich dich. So. Haha, habe ich dich. Zack. Ein schöner Schnitt und alles ist erledigt. Oh wow, das habe ich jetzt nicht erwartet. Sehr schön. Mann, wie nervig das ist, halt immer die ganze Zeit negativen Effekt zu bekommen. So, wieder geblockt. Ich wollte eigentlich den hinter dem angreifen, aber okay. Und go. Warte, wir können eigentlich auch so cutten. Und dann so. Okay. Hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Tut mir leid dafür. So, weg mit den Beinen erstmal. Dann kannst du erstmal keine Fähigkeit dumm einsetzen. Ah! Dankeschön. Es ist mit der Maus echt einfacher als hiermit, aber ich habe halt das Problem, wenn ich nicht im Vollbild spiele, dann tappt er die ganze Zeit aus dem Spiel raus, weil ich ziemlich dumm programmiert finde. Aber naja, soll man so lassen. Wir kommen so ja mit dem Controller auch ziemlich gut klar. Komm mal durch. Oh, ich darf immer noch nicht durch. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich mir jetzt die Kiste da hinten holen darf, aber nein. Niemand will mich. Estás bien? What you say? Oh. Me Guyanese, from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Raiden. My name George, like Georgetown. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? No, I'm looking for bad guys. Our damn Skonta research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them Skont, nah? Nah, I guess you're all right. If you're a cyborg, you know who Day is? Sort of. What happened to you? Well, maybe live on the street, rake and scrape for a bob, nah? Then this good knee dressed like the mafia say, hey boy, you want a job?
Well, the worst gonna happen, nah? But that mother scorn don't put me on a rash boat. They pack us all a pickable dirty container. Next thing we know, we're here at that zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here what them scunt wanna do. Snuff us out. And got all day organ. So you ran. Uh-huh. It's shame me not a badass robot ninja man, same as you. Ha! Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms and black lords that I pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing. But me not kill no man. Nah, never. Good. Me tried to warn the boy. I say, Ayudi's brain gonna get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Oh. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dump the waste. There's something else. It sounds like a desperado exec was on site yesterday. If a sentry cyborg was on hand for the meeting... You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of that technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for him. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. So, perfekt. Jetzt kann ich erstmal die Kiste hier abholen, die ich vorhin abholen wollte. So, ihr habt ja gehört, was alles passiert ist. Also, es gibt jetzt anscheinend ein Labor, in dem irgendwelche Experimente mit Kindern und Organen stattfinden. Und dahin müssen wir uns erstmal hinbewegen. Wir sehen aber auf der Map erstmal, dass neue Gegner vor uns sind und wieder auf uns lauern. Auch das wird wieder stressig. Aber ich versuche diesmal... Genau. Genau, das möchte ich machen. Vorbeischleichen. Das ist halt auf jeden Fall das, was ich vorhabe. Es gibt hier diese super tollen Kartons, die hebe ich gleich erst auf. Oben können wir nichts machen. Hier gibt es auch sonst nichts. Hier gibt es aber, haha, wieder einen neuen Laptop. Dann haben wir ja schon wieder eine VR-Mission freigeschaltet. VR-Mission 6. Ich glaube, wir sind zuletzt bei VR-Mission 3 stehen geblieben oder so. Also haben wir wieder ein paar geskippt anscheinend. So, das heißt, let's go, Leute. It's a box. How's that gonna help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. So, okay. Was wir jetzt vorhaben, ist die Box auszurüsten. Wenn ich wüsste, wie das ging. So, da vorne ist erstmal ein Gegner. Wir gehen erstmal nach oben. So, man konnte die Box irgendwie ausrüsten. Da! Haha, ein Pappkarton. Bestätigen wir erstmal. Und wir müssen erstmal noch was anderes ausrüsten. Und zwar hier wieder die Nanopastete. Zack. So, und auf LB können wir jetzt diese Box tragen. Ihr seht aber gerade noch, hier unten ist dieser Gegner. Und oben links ist einer. Wir warten noch ganz kurz, bis der vorbeigelaufen ist. So, perfekt. Dann können wir uns in unseren Pappkarton reinsneaken und loslaufen. Wenn ich da drüber laufen könnte. Och Gottchen. So, das Problem hier dran ist halt einfach... Ich kann jetzt nicht diesen Modus einschalten, dass ich sehe, wo alle sind. Das heißt, sie werden jetzt die ganze Zeit hin und her jumpen und alles überprüfen, was die sehen. Das heißt, wenn ich mich einmal zu auffällig verhalte, bin ich tot. Ja, das war's schon mit meinem Pappkarton. Ja, super. Wofür? Aua! Wofür habe ich das Ganze dann gemacht? Ich bin leider kein Meister der Tarnung. So. Aber ich habe jetzt gelernt, wie man endlich damit umgeht.
den Grab auszuweichen. So, bitteschön. Ein bisschen wieder zu früh, das lernen wir noch. Nein! Ah, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Du kleiner Penner. Du schneidest mir nicht nochmal einfach die Hand ab. Vor allem, ich habe ihm die Hand abgeschnitten, nicht er mir. Egal, egal, ihr wisst, was ich meine. Ohne Hand schlägt sich wohl schlecht, ne? Ja, und der grabt mich einfach aus Spaß. Autsch! Ja, egal. Wenigstens haben wir unseren Kampfesspaß, sage ich mal. Technisch gesehen müsste ich mich nicht mehr um den kümmern, oder? Ich mach's aber trotzdem mal. Wow, ich habe einfach daneben geschnitten. Oh, das ist schrecklich mit dem Controller. Yo, wahrscheinlich. Ja, jetzt rennt der wieder. Damn it, weg von mir. Nein. Oh, wow. Der hat mich tatsächlich getroffen damit. So. Das war sehr schön. Ich glaube, ich hätte aber instant den Konter machen müssen. Ups. Nein. Okay, irgendwann lerne ich das noch mit schönen Kontern. Nein. Wow, jetzt werde ich hier sterben, sehr wahrscheinlich. Dankeschön. Oh Mann, ey, war das schlecht. Vor allem, ich krieg nicht mal das... Oh Mann, was ist denn heute los? Das läuft einfach gar nicht mehr so, wie es soll. Zu früh. So, irgendwann lerne ich es. Autsch. Weißt du was? Keine Arme, keine Beine mehr. Klarer Schnitt durch alle vier. So. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Ja, wir werden auf jeden Fall zurückgehen, um nochmal zu kämpfen. Je mehr kämpfe, desto besser. Ihr wisst, ich liebe es zu kämpfen. Auch wenn ich sehr, sehr viele Fehler öfters mache. Aber das lernt man. Das lernt man bei jedem Spiel. Immer wieder einfach durchrushen und Fehler machen. Autsch. Heavy. Was bist du denn? Flammenwerferboy. Vorsicht, Vorsicht. So, wir laufen einfach drumherum und schneiden uns durch die Gegend. Oh, wir können sogar was machen. Haha, super. So. Perfekt. Endlich mal ein vernünftiger Clean Cut, auch wenn ich dafür 100 Jahre gebraucht habe, das zu anvisieren. Aber wir sind wieder full life. Das war sehr, sehr schönes. Ach, es kommen noch mehr. Ich dachte, das wäre alles. Oh, wow. Der hat mich sogar getroffen von da. Autsch. Hör auf. Ja, das Doofe ist, ich muss halt kämpfen, weil sonst töte ich diese kleinen Viecher hier nicht nebenbei. Lol. Ein kleiner Dude hat mich gefangen. Ich dachte schon, ich wurde vom Feuer getroffen, weil das hätte mich gewundert. Nein, nein. Lass mich los. So, dankeschön. Jetzt wieder einen Clean Cut machen, obwohl brauche ich nicht mal. Bitte säbeln wir einfach, wie wir wollen. Zack. So, da sind noch ein paar kleine Viecher. Die sind ja nicht weiter schlimm. Oh, aber noch ein großer. Okay. Wie weicht man jetzt den anderen Sachen aus? Das muss ich noch lernen. Hopsasa. Nein! Feuer und das andere, das ist gemein. Autsch, und den anderen sehe ich ja nicht mal. Leute, das ist ein bisschen zu viel gerade. Okay. So, aber auf jeden Fall haben wir einen wieder tot. Den zersäbeln wir sogar.
Weil vorhin haben wir beim Zersäbeln einfach das Teil getroffen. Genauso wie jetzt. Das ist ja relativ groß. Und wenn ich die ganze Zeit ja nur horizontal säbel, ist das ja egal. Oh ja, ich habe den sogar noch getroffen, bevor der seinen Move machen konnte. So, wieder alles zersäbeln. Zack, 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 zack. Beautiful. Sehr schön. Gut, dann wäre es das, glaube ich. Hoffe ich mal. Sehr schön. Okay, Leute, dann würde ich erstmal sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und haut raus und bis demnächst. Ciao.